Hallo, ihr Lieben. Ich muss jetzt mal was loswerden. Ich muss jetzt wirklich mal sagen, wie es ist. Es regt mich so unglaublich auf, wie manipulativ und kontrollierend unsere ganze Menschheit ist. Wir sind so was von manipuliert und kontrolliert. Es ist unglaublich. Auf was für Ideen man hier kommt. Es macht mich so sprachlos. Das spricht der Letzte. Ich war wirklich schockiert. Ein Freund von mir erzählt mir, er hat jetzt von seinem Coach und er hat das jetzt alles super toll verstanden und er hat ja die Priesterseelenessenz. Ja, genau. Und so Zeug wird gecoacht da draußen. Solche Sachen, was auch immer, aus vergangenen Leben. Dir werden Geschichten auf die Nase gedrückt. Dir wird erzählt, wer du bist, was du machst und woher du kommst. Du wirst abgestempelt in unserer Gesellschaft. Überall kriegst du einen scheiß Stempel aufs Hirn. Egal, wo du hinkommst, kriegst du einen Stempel. Und wir sind so konditioniert schon, dass wir uns nach diesen Stempeln sehnen. Wir gehen suchen. Ja, wie bin ich? Wer bin ich? Was kann ich machen? Woher kommt das? Wo gehe ich hin? Ich frage die ganze Zeit andere Leute. Wir sind sowas von konditioniert worden auf Hilflosigkeit, auf Angewiesenheit. Es macht mich wütend, egal wo man hinschaut. Jetzt hat mir gerade wieder eine geschrieben, ja, sie hat Panikattacken und so weiter und so fort und da, muss zum Arzt, kriegt wieder Medikamente und so weiter und so fort. Dann ist sie eine, die Panikattacken hat, dann fühlt sie sich schlecht, dann fühlt sie sich unfähig, dann fühlt sie sich wertlos, dann wird sie nicht richtig behandelt, dann wird sie nicht richtig aufgenommen. Es hat ja alles immer einen Grund. In unserem System gibt es keine Hilfe. Wenn du in dem System, ich sage nicht alle, aber an den meisten Orten bekommst du keine Hilfe. Du bekommst keine Unterstützung, weil das System nicht so aufgebaut ist. Weil das Denken in unserer Menschheit nicht so aufgebaut ist. Das kotzt mich so dermaßen an. Seit ich angefangen habe mit einem Coaching, bin ich immer von dem Bild ausgegangen, dass der Mensch perfekt ist. Dass jeder Mensch perfekt ist. Immer perfekt war. Er weiß es nur nicht, weil es ihm ausgeredet wird. Und irgendwann mal reagiert der Körper und die Leute werden krank. Und sie werden kränker und sie werden kränker. Und mir ist es doch genauso gegangen, was für einen Dünnsinn ich über mich geglaubt habe und angenommen habe und selbst noch assumiert habe, weil irgendwelche Reaktionen im Außen immer wieder auf mich bezogen habe und gedacht habe, oh, du hast einen Fehler gemacht, oh, da musst du noch viel besser werden, oh, du bist jetzt immer noch nicht gut genug. Diesen ganzen Bullshit in unserer Gesellschaft, im Umgang miteinander und dann noch trotzdem, ja, ich bin ja so ein guter Coach, ich bin ja auf deiner Seite, aber eigentlich will ich ja nur deine Kohle. Ist klar, alle denken das. Weil viele so funktionieren, weil viele so unterwegs sind. Sie interessieren sich nicht für dich als Mensch. Du bist Business, du bist Fleisch, du bist beim Arzt, bist du Business. Du glaubst doch nicht, dass der Großteil der Ärzte sich tatsächlich dafür interessieren, dass du wieder gesund wirst. Nein! Du sollst doch nicht gesund werden, weil dann bist du kein Kunde mehr, dann bist du kein Konsument mehr. In dem ganzen Heilungssystem, das ist doch so krank aufgebaut. Je länger du krank bist, desto besser fürs System. Desto schlechter es dir geht, desto besser fürs System. Das regt mich so auf. Weil es nicht wahr ist und weil es nicht fair ist. Und weil es die, die es richtig machen, die es gut machen, die es von ganzem Herzen machen, in den Dreck zieht. Und weil es die Leute abhängig macht
und weil es die Leute kontrolliert und manipuliert. Weil genau das im Großen ist überall im Kleinen zu sehen. Den Leuten wird Angst eingejagt, damit man sie kontrollieren und manipulieren kann. Überall. Die Leute werden schlecht gemacht, sie werden unfähig gemacht, sie werden entmündigt, sie werden entmächtigt, damit man sie kontrollieren und manipulieren kann. Das regt mich so auf. Und vor allem, weil es in der Schule passiert schon. Alle von euch, ich habe zum Glück kein kleines Kind mehr. Das war eh schon ein Kampf, den da unbeschadet durchzukriegen. Aber wirklich, lasst euch nichts vormachen. Lasst das nicht zu, dass irgendein Mensch irgendwann eurem Kind sagt, dass es nicht gut genug ist. Das geht so nicht. Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen unsere Kinder schützen. Wir müssen unsere Liebsten schützen. Wir müssen ihnen die Wahrheit über sie erzählen. Wir müssen so stark werden in den Familien, in den Zusammenhalten, dass so etwas nicht mehr durchkommt. Und wir merken es ja erstmal gar nicht, weil wir ja so die ganze Zeit kontrolliert sind und manipuliert sind, weil uns ja nichts anderes bekannt ist und plötzlich sagt einer, du bist gut und richtig so, wie du bist. Das ist alles okay an dir. Du musst dir keine Sorgen machen. Du musst dir keine Vorwürfe machen. Du darfst gut und richtig sein. Du bist gut und richtig so mit allem, was du denkst, allem, was du dir wünschst, allem, was du möchtest, weil du hast ein großes, großes Herz schon immer gehabt, aber leider Gottes hat man es dir ausgeredet. Und so ein Zeug kriegt mich echt auf. Ich könnte fast heulen vor Wut, weil es mich so aufregt, weil es gerade so, so, so präsent ist. Und weil man fast irgendwie die Leute nicht wach kriegt. Und hier geht es nicht um Wachrütteln, was Corona und so weiter und so fort betrifft, sondern um wach zu kriegen und zu sagen, du bist gut. Du bist super, du bist perfekt. Du musst nichts anderes machen, du musst nichts anderes tun. Du musst einfach dich nur trauen, gut zu sein. So einfach ist ein Coaching, eigentlich. Und es ist doch so schwer, weil es so tief sitzt, weil es so verharzt ist, weil es so eine Pest ist, weil es so eine Plage ist. Dieses ganze Getue und Gemache und dieses innere Gefühl, auch immer noch die Fehler zu suchen im anderen oder um sich selber besser zu fühlen, weil wir es nicht anders gelernt haben. Ich habe mich so schwer getan, das umzulernen für mich und für die anderen Menschen. Und das habe ich nur getan, weil es so weh getan hat, dass der andere Weg, dieser andere Weg, dieser Weg zu beurteilen und alles schlecht zu sehen. Das tut weh, das macht Schmerzen, das macht krank. Dazu sind wir nicht hier. Ich hoffe wirklich, dass ich dazu beitragen kann, dass euch das bewusst wird, dass ihr das zumindest erkennt, dass ihr jetzt erkennt, wer es wirklich gut mit euch meint, wer es wirklich von Herzen meint. Dass ihr das versteht, wo diese Sachen sind oder wo ihr ausgenutzt werdet. Wir werden so oft ausgenutzt, aber wir kapieren es ja nicht mal. Und ich möchte einfach nur bewusst machen und sagen, wenn jeder nur weiß, wie gut er ist und wie wunderbar er ist, dann muss er sich nicht ausnutzen lassen, dann muss er sich nicht beirren lassen. Wir sind nur dann schwach, wenn wir meinen, wir sind nicht gut genug. Wenn wir meinen, wir haben etwas falsch gemacht, wenn wir meinen, wir werden bestraft, dann sind wir zu manipulieren. Aber es geht nicht darum, um für unsere Rechte aufzustehen und was weiß ich, zu demonstrieren. Es geht wirklich nur darum, zu wissen, dass wir gut und richtig sind und dass wir im Außen nichts und niemanden erlauben müssen, uns vom Gegenteil zu überzeugen. Darum geht's. Wirklich. Nehmt euch das wirklich bitte zu Herzen und wisst jeden Tag. Und es ist für jeden hier dieses Gefühl. Es ist für jeden hier, sich großartig zu fühlen, bedingungslos. Es ist für jeden hier, sich zu feiern. Es ist für jeden hier, sich zu freuen. Es ist für jeden hier. Aber wer
nimm das wirklich immer in Anspruch oder die meiste Zeit zumindest in Anspruch. Das ist halt das Problem. Weil da irgendwo wieder eine Stimme, irgendwo wieder eine Nachricht kommt, die uns dazu verleitet zu glauben, dass wir etwas nicht verdient haben, dass wir nicht gut genug sind, dass wir uns für weniger verkaufen müssen, dass wir uns überhaupt verkaufen müssen, dass irgendwo jemand da ist, der einen Einfluss hat. Und das müssen wir nicht zulassen. So. Das war's. Aber ich möchte wirklich für alle, dass jeder Einzelne durch die Welt geht und weiß, wie großartig er ist. Und dann werdet ihr alle gesund, dann habt ihr keine Probleme mehr, dann habt ihr gar nichts mehr, wenn ihr nur wisst, wie wunderbar du bist und was für ein Geschenk du bist für diese Welt, was das, was du bist, was du denkst, was du fühlst, was das alles wunderbar ist. Und dann muss dir niemand sagen, ja, das ist aber nicht in Ordnung, aber das ist unheilbar, aber du hast ja nicht genug Geld, du kannst dir das nicht leisten, du darfst das nicht machen, wünsch dir das nicht. Kotzt mich an. Es ist für jeden alles da, er muss es nur sich erlauben. Es ist für jeden alles, Gesundheit da, Glück da, eine schöne Familie da. Aber man muss sich eben erlauben, das zu haben und muss nicht glauben, ja, ich muss halt irgendwie zweiter Klasse haben, ich muss halt irgendwie dritter Klasse haben. Für mich ist es halt nicht so gut gelaufen im Leben. Ja, für mich, mir steht es halt nicht zu. Ich bin ja nur das und das. Und so weiter, was da alles in unseren Köpfen immer wieder vorgeht, das kommt bei mir auch immer wieder hoch. Und ich muss es immer wieder wegwaschen und sagen, Bullshit, Blödsinn, wie kannst du nur so eine Scheiße denken? Ich muss mich selbst immer wieder maßregeln und auch wieder sagen, hör auf, so eine Kacke zu denken. Wie kommt dir das nur in Sinn, so beschissen über dich selber zu denken? Wie kommt es dir nur in Sinn, dich irgendwie so einzuschränken? Aufhören damit. Und wenn ich das kann, damit aufhören, dann könnt ihr das alle auch. Aber ihr müsst einfach euch mal sauber waschen, vor allem auch energetisch, dass diesen ganzen Dünnsinn aus diesem System rauskommt, den uns die Leute in den Kopf gesetzt haben. Wenn eine Coaching-Klientin zu mir kommt und sagt, es ist die herzlichste, liebevollste Frau, die war bei einem anderen Coach, der hat ihr gesagt, ja, du hast ein verschlossenes Herz. What the fuck? Was fällt einem ein, jemand anderen zu betiteln und zu sagen, du bist so, du bist so, du bist so, du bist so? Wie kann man sich diese Dreistheit rausnehmen und sagen, ja, aber du bist das, so bist du und das ist nicht gut und deswegen hast du keinen Erfolg und deswegen bist du schlecht. Hallo? So geht's gar nicht. Wenn dir einer so kommt, arrivederci. Lass dich von niemandem einordnen, betiteln oder irgendwie sonst labeln. Jeder, der das probiert, der hat kein Recht. Das stimmt nicht. Weil woher will ein anderer denn wissen, wie du zu betiteln bist? Du weißt, wer du bist. Du gibst dir deine Titel. Du gibst dir deine Beschreibung. Du alleine. Also, hoffentlich habe ich euch wieder erinnert, dass ihr großartig seid und dass alles bla bla bla, das so massenhaft da draußen rumschwirrt, einfach nur Blödsinn ist. Also ihr Lieben, vergesst es nicht, ihr seid großartig und ihr habt keinen Titel außer göttlich, großartig, fantastisch, wunderschön, wunderbar. Das ist euer Titel. Sonst gibt es keinen. Also, schönen Abend noch. Tschüssi.